Ja, Leute, es ist an der Zeit, den finalen Kampf gegen Grape zu starten. Na, hier steht das Tor, was wir nun betreten können, und ich bin ready. Also, auf geht's. Für das haben wir hingearbeitet. Diese Macht fühlt sich stärker an als alles zuvor. Ich habe Angst, aber zusammen schaffen wir es. Also gut, Peach, lass uns durch diese Tür gehen. Wir haben ja die Funkelkraft auf unserer Seite. Gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Wie viel sind's noch? 30 nur, okay. Das ist sogar relativ günstig. Da bin ich jetzt aber gespannt, was kommt. Das hat jetzt aber nicht so gut funktioniert. Es geht nicht. Hat die Funkelkraft etwa keine Wirkung auf diese Tür? Der Fechtfunkeli? Alle Funkeli. Eines fehlt euch noch, die Funkeli-Seelen, in denen unsere Liebe für dieses Theater strahlt. Wir vertrauen dieses Licht euch an. Okay, das erklärt, warum wir alle Funkeli auch brauchen. Weil ohne dem geht's nicht. Hä? Eine Verwandlung? Lol, gibt's eine finale Verwandlung oder was? Oh mein Gott, was zu was wird das jetzt? Strahlende Peach. Es gibt echt eine finale Form von der Verwandlung. Jetzt begleitet uns die Kraft sämtlicher Funkelis. Dann ist es nun an der Zeit, Peach. Ich bin ready. Also, ich weiß nicht, worauf wir warten. Let's go. Jetzt ist es offen. Was erwartet uns dort drin? Das ist die gute Frage. Für den Moment haben wir jetzt relativ lange gearbeitet. 3 Monate, würde man sagen, auch wenn es im Endeffekt nicht mal 20 Parts geworden sind. Okay. Hier ist sie, die Hexe. Willkommen auf meiner wundervollen Bühne. Ich habe auf dich gewartet, Peach. Dein fulminantes Strahlen hat Hoffnung geschürt und Erwartungen geweckt. Doch je größer die Träume, desto tiefer die Verzweiflung. Wenn ich sie zerschmettere in der erlesensten aller Tragödien. Diesen Moment habe ich entgegengefiebert. Damit mein Meisterwerk vollendet wird. Benötige ich jemand wie dich für die Rolle der Gegenspielerin? Also komm, lass die Tragödie beginnen. Bühne frei. Und damit kann's losgehen, glaube ich, der finale Kampf. Was hat sie vor? Vor allem, was können wir strahlende Peach fangen, wenn wir so an? Okay, ich kann ballern. Hä? Oh. Ich hab schon verstanden, ne? Wir müssen aufpassen, da kommt viel geflogen. Gibt einfachere Kämpfe, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, wieder diese Pyrotechnik.
Komm! Jetzt aber! Das war aber safe noch nicht alles. Ich meine, die Bosskämpfe waren bis jetzt nicht so die größten, aber da kommt sicher noch was. Pyrotechnik! Ah! Hey lol, ich kann hochfliegen! Warum sagt mir das keiner? Okay, gut, die Pyrotechnik geht trotzdem ganz nach oben. Go. Viel fehlt nicht mehr. Ja, jetzt hab ich's. Nächster Treffer. Also ich kann noch nach oben und unten. Schön, dass ich das mal erfahre an der Stelle. Also Learning by Doing sagt man ja immer so schön. Da kommt ein großes Päckchen. Viel fehlt nicht mehr. Komm, ein Flügel noch. Der muss gleich weg sein. Ja. Der Zug kommt wieder. Jetzt aber! Bam! Nochmal! Adios! Okay. Hä, war es das wirklich schon? Wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank, Peach. Deine Funkelkraft ist einfach enorm. Das Theater ist gerettet. Lass uns zu den anderen zurückkehren. Müssen wir wirklich sagen, dass der Boss keine finale Form hat? Ich wusste es doch. Zu früh, viel zu früh, hier endet es noch nicht. Schließlich sind wir noch nicht einmal beim großen Finale. Peach, meine Dunkelkraft ist dazu bestimmt, deine blendende Funkelkraft zu verfinstern. Und diese Tragödie wird sich genau hier auf dieser Bühne abspielen. Was zur Hölle? Ich ahne Böses. Was hat die jetzt alles drauf? Oder was sind ihre Tricks? Wo sind wir? Nein! Wird das Theater zerstört? Unser Theater, es liegt in Trümmern. Wenn niemand Grape aufhält, wird die gesamte Insel zerstört. Das wäre das Ende für uns alle.
Wir kriegen nochmal die Fähigkeit von der strahlenden Peach. Auf geht's, Peach. Jetzt kommt unser großer Einsatz. Okay, wie wird dieser finale Kampf ablaufen? Ich bin gespannt. Ich krieg eine Steuerungsanweisung. Halte B gedrückt, um anzugreifen. Okay. Ich hab schon verstanden, ne? Aber wo muss ich angreifen, ist die Frage. Muss ich einfach. Okay, die Maske nimmt Schaden. Wenn ich das richtig sehe. Also die wird brüchig. Was ist das denn? Ich lasse die Facecam an der Stelle jetzt mal aus, weil ich will den Kampf in voller Länge genießen. Ich muss mir halt irgendwas überlegen, aber irgendwie wirkt es fast nicht so, als würde das treffen. Wow, das war knapp. Doch, doch, okay, also da musst du halt nur lang genug wirklich ballern. Also der Finalkampf, der ist gut. Da werde ich jetzt nichts vorwegnehmen. Der ist wirklich gut designt. Also ich werde dir auf alle Fälle jetzt unter Dauerbeschuss nehmen. Das steht fest. Ja, okay. Da passiert was. Okay, und jetzt B drücken, ne? Und jetzt haben wir's. Jetzt löst sie sich auf. Hast du dir auch verdient, du. Und sie hat den Trümmer legen und dann ohne Konsequenzen erhoffen, oder was? Na, ich glaub's nicht. Aber das Theater liegt trotzdem in Trümmern. Aber es richtet sich wieder auf. Mit der Kraft der Funkelsterne. Und damit endet das größte aller Theaterstücke. Thank you.
Und damit kommen wir zu den Stuff Credits. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Also, der letzte Bosskampf bei der finalen Form, der war gut. Der war wirklich gut. Der Rest, muss ich sagen, meh. Ja, natürlich, wenn Stuff Credits kommen, immer wieder die Bewertung, natürlich. Und ja, wo fange ich an? Also, natürlich mal mit den Sachen, die das Spiel gut gemacht haben. Ganz ehrlich, das ist auch einiges. Unter anderem die ganzen Rollen, wie man es aufgebaut hat mit diesem Theater, finde ich gut. Es war zwar nicht jede Rolle für mich gut, also gab welche, die habe ich einfach nicht gefühlt, die Meisterdiebin zum Beispiel. Mit der konnte ich relativ wenig anfangen. Allgemein vielleicht, ich muss sagen, so Sachen wie Ninja und Kung Fu kommen für mich sehr ähnlich rüber, deswegen eventuell da auch, aber ansonsten alle Rollen eigentlich relativ ihre eigenen Sachen, die sie auszeichnet. Wie gesagt, Ninja, Kung Fu, da muss ich schon ein bisschen aufpassen, irgendwie, ich weiß nicht, es wirkt für mich fast ein bisschen sehr ähnlich, aber ansonsten Fechterin gut, Partizierin gut, vor allem, dass auch nicht bei jedem auf Kämpfen gelegt wird, sondern manche einfach auch ihre Kämpfe ein bisschen individuell sind, sondern in die Richtung halt, ja, du musst eben bei der Partizierin backen und sowas. Das ist auch nice. Dass halt nicht immer Gewalt im Spiel ist, sagen wir es einfach so. Auch bei der Eiskunstläuferin oder bei der Meerjungfrau mit dem Singen und so. Deswegen, also von dem her auf alle Fälle relativ viel cool dabei, auch in die ganzen verschiedenen Zeiten. Also Cowboy ist ja Wildwesternzeit. Dann natürlich, ja, also mit Kung Fu und sowas und Ninja darf natürlich Japan nicht fehlen. Allgemein, da ist eigentlich alle, für jedermann was dabei. Ja, die Bosskämpfe sind für mich ein großer Kritikpunkt. Vor allem die gegen die Zwischenbosse überhaupt nicht mein Ding gewesen. Also teilweise Kämpfe dabei, die mega langweilig waren. Da musstest du bei manchen überhaupt erstmal das Prinzip erkennen, natürlich, das ist das wenigere Problem, aber die Bosskämpfe selbst, die waren wirklich nicht gut. Jetzt die beiden, was wir hier hatten, die erste Form war okay, die letzte war gut, die war wirklich sehr gut. Also der finale Boss ist super gelungen. Ja, dass man natürlich darauf Wert legt, dass man einmal eine hat, wo man sich verwandelt, danach eine, wo man mittendrin ist und dann eben die Funkeli-Aufgabe, auch gut eingeteilt. Allgemein muss ich jetzt sagen, das Spiel so ist halt, wenn man das feiert, ich meine, ich muss sagen, bei mir ist es wieder so ein Problem mit Let's Play. Wenn ich es Let's Play, habe ich Bock darauf. Wenn ich dann mal irgendwie gerade es nicht Let's Play, kommen wieder so Lücken von dem Monat dazwischen. Das war bei mir jetzt hier in dem Projekt auch so. Das ist wie bei Mario & Rabbids Sparks of Hope eben der Fall gewesen. Habe ich einmal aufgenommen, sind es gleich 5 Folgen geworden. Und dann, ja, kam auf einmal wieder 3 Wochen lang nichts und das Spiel hat das auch wieder gemacht. Also, es macht schon Spaß, aber es ist halt nicht so fesselnd, wie es halt zum Beispiel auch der Vorgänger war. Also, im Vorgänger habe ich mehr als nur gefeiert. Ist aber ein würdiger Nachfolger auf alle Fälle, da will ich gar nicht weggehen. Insgesamt von der Bewertung, ich würde eine knackige 7,5 von 10 geben. Ganz einfach. Die Bosskämpfe ziehen das Ganze schon runter ein bisschen, aber allein auch schon die Storys individuell drin, also die es halt so gibt, was immer erzählt wird. Halt in den Theaterstücken und so. Schon gut. Mal schauen, ob ich den Vorgänger irgendwann natürlich auch mal spiele, also Super Princess Peach. War aber auch klar, weil Super Princess Peach war schon ein geiles Game. Aber sonst hat man diesen Fokus auf Theater wirklich gut umgesetzt. Und vor allem stimmt ein Punkt, der auch noch cool ist, die Cutscenes. Allgemein wie die Designs sind. Das ist auch richtig gut gelungen. Also man hat sich wirklich da Mühe gegeben. Da sieht man auch, man muss nicht immer alles High Quality machen oder high realistisch und so. So wie es hier ist, passt es einfach. Das wollen die Leute, ich sag's so wie es ist. Solche Cutscenes, wenn es das öfters gäbe in manchen Spielen, ey, ich würde es feiern. Ich glaube, damit sind die Stuff Credits auch schon vorbei, also. Oder? Nee, Translation gibt's noch, okay. Ich sah gerade schon nach Ende aus, deswegen. Aber ja. Nee. Von meinen Favorite-Rollen habe ich ja, glaube ich, schon geredet. Also, die Meisterdiebin ist mein Hassding, leider. Sorry dafür. Die Superheldin feiere ich auch nicht so ganz. Anders hingegen, die ich wirklich feiere. Eiskunstläuferin natürlich, auch wenn es ein bisschen schwierig ist zu steuern. Cowboy ist auch ganz nice gewesen. Fechterin natürlich, Ninja. Sind alles coole Sachen gewesen. Nur die Meisterdiebe, mit der hatte ich so meine Strapazen, gebe ich zu. Auch der Funkeli, der. Hoho, wie lange wird er gebraucht? 20 Minuten oder so? Weil ich die ganze Zeit dumm war zum Runterspringen irgendwo. Und der Toad will natürlich seine Prinzessin wieder zurückholen auf das Ding, wie man es hier im Bild gerade sieht. Ja, Peach hat ja ein Königreich zu leiten dürfen, nicht vergessen. Muss natürlich aufpassen, dass halt nicht Bowser wieder irgendwo auftaucht. Aber genau solche Bilder, ich weiß nicht, also allgemein, ich muss sagen, meine Thumbnails, die haben überhaupt nicht schwer getan, weil
die Bilder einfach perfekte Thumbnails alles sind. Ja, die Begleiterin übrigens, bei der kann ich relativ wenig sagen, außer dass ich es halt irgendwie, ich weiß nicht, es erinnert mich ein bisschen an Mix aus Rosalina und Luma. Weiß nicht, so eine Mini-Rosalina, die du einfach mit dabei hast. Jetzt am Schluss dachte ich sowieso, sie verwandelt sich vor allem in Rosalina. Blaues Kleid und sowas. Eine Rosalina gibt es halt leider schon, das kann Peach nicht ersetzen. Jetzt müssen wir nur darauf warten, dass Rosalina irgendwann ihr eigenes Spiel bekommt. Das wäre sowieso das Highlight. Irgendwann mal, also Daisy, glaube ich, weiß nicht, ob es da irgendwas schon gibt, aber Daisy, gut, Daisy fühlt man jetzt auch nicht so. Aber Rosalina, ein eigenes Spiel neben Mario Galaxy? Ich meine, ich will nichts sagen, aber ich erwarte schon lange, dass Mario Galaxy eventuell, da gibt es ja die Bibliothek mit der Story von Rosalina. Wenn die nicht nur diese Story im Buch hätte, sondern eventuell auch ein eigenes Videospiel, oh mein Gott. Da wäre ich, glaube ich, raus, wenn es das irgendwann geben würde. Man darf aber hoffen. Man darf einfach hoffen, dass es das passieren wird. Irgendwann mal. Weil wenn Peach schon eigene Spiele hat, dann wird das hoffentlich für Rosalina auch irgendwann mal zutreffen. Vor allem, weil Rosalina wirklich derbe beliebt ist. Peach? Weiß ich gar nicht, wie beliebt die ist. Anfangs halt immer wieder natürlich das... man muss jetzt sagen, die Reihe, auch wenn es bis jetzt nur zwei Spiele sind, zeigt halt, dass Peach nicht useless ist. Allgemein ist es immer wieder schön, dass man von diesem allgemein traditionellen Weg weggegangen ist, dass immer nur Peach hinführt ist. Natürlich in Mario Wonder ist es auch... Nee. Was laber ich? Mario Wonder konnte man nicht spielen, Alter. Nee, also ich bin einfach nur... Das ist schon gut, dass man von diesem traditionellen Weg, dass Peach immer entführt wird, ein bisschen weggegangen ist. Und dass man sie mittlerweile mehr als Heldin noch mit einem... spielt vor allem seit 3D World, das ist, glaube ich, immer häufiger der Fall gewesen. Ne? Wo man sie erstmalig, glaube ich, spielen konnte, sogar in einem 3D Mario Teil. Und sie nicht nur befreien musste. Und so kann es ruhig weitergehen. Ob ich von dem Spiel jetzt explizit mir Nachfolger erhoffe oder wünsche, bin ich mir unsicher. Also, ob es jetzt nochmal ein Princess Peach Showtime zweimal geben sollte. Man muss sagen, zwischen den beiden Spielen jetzt, also zwischen Super Princess Peach und Showtime liegen ja 20 Jahre. Ich meine, ich will jetzt auch keine 20 Jahre auf ein neues Peach-Spiel warten, da kann ruhig was kommen wieder. In die Richtung. Bin gespannt, was sich Nintendo noch einfallen lassen wird. Ich meine, ich würde auch ein Princess Peach Showtime 2 wahrscheinlich nehmen. Mit noch mehr Rollen und so weiter. Also man kann auf dem sicher was aufbauen, weil es gibt genug Sachen, wo man noch Theaterstücke aufbauen kann. In diesem Sinne natürlich danke Nintendo für dieses gute Spiel. Aber ich sehe mich halt bei 7,5 ganz gut. Sage ich jetzt mal. Ist eine 2 beim Prozent, wenn man sagen würde. Und hier haben wir das schöne Abschlussbild. Jetzt würde mich interessieren, haben wir die 100% ja oder nein? Oder gibt es noch irgendwas, was wir tun müssen? Im Laden ist ein Spezialkleid erhältlich. Sprich mit dem Verkäufer, um mehr zu erfahren. Du kannst jetzt das Theater dekorieren. Sprich mit dem neuen Verkäufer, um mehr zu erfahren. Das Versteckspiel ist nun verfügbar. Vom Ninja-Funkelier fährst du mehr. Tritt erneut gegen die Bossgegner an. Die Details findest du auf dem Posten bei den Treppen. Okay, ich glaube, wir sind noch nicht ganz fertig. Da kommt noch was. Also, Versteckspiel? I don't know, was das wieder ist. Aber mit tritt er neu gegen Bossgegner an, höre ich schon mal nicht so gerne. Marathonlauf wie Mario Party DS, let's go. Oh Peach, du musst meinen Brief gelesen haben. Wir alle hier möchten dich öfter auf der Bühne sehen. Würdest du wieder für uns im Funkeltheater auftreten, ne? Hurra, vielen Dank. Es gibt jetzt hier auch noch viel mehr Sachen, die du machen kannst. Sehen wir uns doch gemeinsam mal um. Peach hier drüben. Auf wen war das jetzt bezogen? Auf die beiden? Oder? Ah ne, das ist zwar der Versteckfunkeli. Also, Ninja. Wie wäre es mit einem Versteckspiel? Finde meine Schüler in jedem Theaterstück. Was? Die Schüler in jedem Theaterstück? Willst du mich verarschen? Also ich muss jedes nochmal spielen, oder was? Oh mein Gott, du willst mich verarschen. Das ist ein Trigger. Aber mal ein Safe-Call-Trigger. Hallo Peach, herzlich willkommen.
Wie gut, dass Grape endlich vor Ort ist. Mir fehlen die Worte. Vor Dankbarkeit dürfte ich vielleicht bei einem weiteren Sache um Hilfe bitten, ne? Es ist so, dass die Kraft der Funkkristalle nutzen möchte, um das Theater zu dekorieren. Würdest du mir bei der Dekoration helfen? Ich möchte die Besucher des Theaters erfreuen. Was darf ich darunter jetzt verstehen? Oh. Okay, das kann ich alles. Das ist wieder ein neuer Shop mit dem Funkel. Also, falls man halt nicht die 100% hat, kann man so noch was machen. Und beim Kleid hat sich auch was geändert. Das Grape-Kleid, okay. Und das ist auch cool. Das ziehe ich gleich an. Und jetzt kaufen wir gleich alles. Dachte gerade, also es hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn dein Kleid kommt, was irgendwie, keine Ahnung, 9.999 oder so kostet. Grape Cat sagt mir aber nicht so zu, also das schaut schon geil aus. Dann bei ihr können wir auch noch ein bisschen was umändern. Oh, das ist aber auch wieder nice, das ziehe ich gleich an, so diesen Verlauf. Und hier ist die Grape-Schleife. Und dann bin ich eh schon pleite, also mehr kann ich mir gar nicht mehr kaufen. Ich glaube, es gibt noch nicht mehr, das müsste alles gewesen sein. Oder gibt es da unten noch irgendwas? Ne, sieht gut aus. Also, das heißt, wir haben den Shop ausverkauft, das ist nice. Also, wir können nichts mehr Neues. Aber das Kleid, das schaut schon sehr bombastisch aus. Ich würde sagen, wir machen das gleich mal. Also, wahrscheinlich ist das übrigens auch... Also, das sind ja verschiedene Farben. Ich gehe mal stark davon aus, dass wahrscheinlich je nach Stockwerk sich unterschiedlich... orientieren wird. Was sind hier? 1, 2, 3, 4. Wir kaufen erstmal alles. Schauen wir mal, ob es sich genau ausgeht. Tut's aber nicht, oder? Hä? Wieso fehlen mir da 15? Nee. Sag nicht, die kriegen... Ich muss jetzt kurz mal gucken. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht, aber wir sind noch nicht fertig. Das haben wir halt alles schon. Hä? Warum ist das das... Ach so, das mit den Bossgegnern. Aber warum muss ich jetzt gegen jeden Bossgegner nochmal kämpfen? Kennst du schon das Herz am Online? Das ist sehr beliebt bei Neu... Ach so... Nee, brauche ich nicht. Okay, ich bin gerade minimal verwirrt. Das mit dem Verstecken ist halt eine so eine Sache. Aber dass da wirklich in jedem welches sei... Nein, aber das ist halt... Ey, das ist ein Stream. Das ist ein Stream, Leute. Sorry, aber da, das so machen, da werde ich alt. Da werde ich wirklich alt. Oben muss jetzt der Stern sein. Aber wo kann ich denn die Bosskämpfe nochmal machen? So sieht es jetzt hier oben aus. Ich will auch ein Superheld sein. Ja gut, laber nicht. Das hatten wir schon alles schon. Gut, da muss ich irgendwas im Keller getan haben. Anderes kann ich mir nicht erklären, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst noch gegen die Dinger kämpfen könnte. Ich will das jetzt kurz nur mal vergleichen. Ich will einfach nur sehen... Was ich jetzt alles noch machen muss. Warte mal, sag aber nicht, bei dem Funkili-Level ist es auch so, dass da drei versteckt sind. Showtime für Grape. Gewinne ohne Tänzer zu besiegen. Besiege Grape ohne Schaden zu nehmen. Besiege Grape die Große ohne Schaden zu nehmen. Was? Da ist echt noch ein Versteck überall. Das müssen wir gerade nicht wirklich erzählen. Ah, da oben sind die Porträts. Ah, warte mal, 15 haben wir genau gefehlt, oder? Bei 5 Gegnern. Besiege alle lila Hühner, bevor sie entkommen. Triff Disco-Schnabel fehlerfrei mit Funkelhühnern. Gewinne den Kampf, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Das Spiel will mich verarschen, eindeutig. Also, ich dachte, wir wären fertig. Nee, waren wir nicht. Waren wir nicht. Wäre ja schön gewesen. Nee, wir müssen alle 10 Funkeli und
alle 20 Theater, also 30 Theaterstücke nochmal spielen für diese scheiß Versteckt, ne? Und dann alle 6 Bosskämpfe nochmal mit 9 Auflagen, ne? Wie fehlerfrei oder ohne Schaden oder ohne, dass irgendwas wegläuft. Was ist das bitte? Also, gut, okay, ich glaube, ich werde meine Bewertung von dem Spiel eventuell doch nochmal im Laufe des Projekts, also ich will auf alle Fälle die 100% haben, das steht fest, aber ich glaube, wir werden das nochmal erhöhen müssen, weil jetzt weiß ich, warum die Bosskämpfer so langweilig gemacht haben. Weil die nochmal Zusatzaufgaben reinhauen. Ja, wahrscheinlich Spiel. Okay, also ich werde... Wir warten mal, bis die 2 Parts hochgeladen sind, also der vorherige und der, weil die habe ich ja hintereinander aufgenommen. Und ich werde entscheiden, wie ich das mache, aber eigentlich ist das ein Stream. Also einmal das Ganze, die ganzen Verstecke und so. Die Bosskämpfe könnten wir so nochmal machen in Parts, aber die Verstecke sind Streams eigentlich. Weil das ist halt viel zu viel. Weil wenn du bedenkst, alle 20, das sind mal 60 Verstecke unten, also es sind 70, die sich verstecken. Übertreibt halt komplett. Gut, Leute, dann, ich habe für heute genug gesehen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.